Hallo zusammen, ich bin der Peter von der Polo Akademie und heute möchte ich ein bisschen über das Thema Navigation sprechen bzw. die Montage am Motorrad. Was habe ich für Möglichkeiten und wo sind die Unterschiede? Grundsätzlich unterscheiden wir erstmal bei Navigationsgeräten über zu motorradspezifischen, sowas wie das Garmin hier oder TomTom. Und so Universalgeräte, sprich entweder aus dem Pkw-Bereich oder wenn ich mein Handy einfach nur nutze als Navigation. Bleiben wir erstmal bei den motorradspezifischen, sowas wie hier. TomTom ist hier montiert schon bereits, also motorradspezifisch, mit einer Halterung von SW Motec. Die ist einfach so runterzunehmen, Klemmung auf die Lenkerklemmung oben drauf. Hier ist nochmal Vibrationsdämpfung drin. Ich habe es schön in der Mitte vom Fahrzeug. Vibrationsgedämpft, wie gesagt, damit nicht alles, was hier an Schlägen in die Gabel reinkommt, auch direkt aufs Display übertragen wird. Bei dem Garmin umfangreiches Set zur Montage dabei. Über diesen Arm, den kann ich am Lenker montieren. Unten, oben. Ich habe die Möglichkeit, auch auf meine Armaturen ihn draufzusetzen. Da, wo ich es gerne haben möchte. Bin sehr flexibel, was die Sicht angeht, über dieses Ram-Mount-System. Ich kann das im Winkel einstellen, wie ich haben möchte, sodass ich immer eine vernünftige Bedienung gewährleistet ist oder auch eine Sicht darauf habe. Stromversorgung gehört natürlich mit dazu. Ich setze direkt das Ladekabel hier hinten rein, was fest verschraubt wird. Das heißt, ich nehme mein Navigationsgerät, raste es ein und Stromversorgung ist gewährleistet. Dieses Kabel müsst ihr natürlich dann einmal ordentlich verlegen, von der Position würde sowas dann auch vernünftig unterm Tank verlegen. Ihr könnt direkt auf die Batterie gehen, das ist kein Problem. Ihr habt nochmal eine Sicherung dazwischen. Ich bin aber persönlich ein Freund davon, solche Geräte, Zusatzgeräte immer bei einer geschalteten Leitung. Sprich, erst wenn die Zündung eingeschaltet ist, dass dann ein Strom fließt. Zündung aus, es ist alles aus. Wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, so in der Elektrik nicht so ganz firm seid, ich denke mal, euer Händler hilft euch auch gern dabei, es entweder kurz anzuklemmen oder euch einen Tipp zu geben, wo ihr es vernünftig anklemmen könnt. So was gehört alles dazu, zu den motorradspezifischen Navigationsgeräten, wie sieht man hier auch schon, die Kabelleitung, die verlegt ist. Aber dann gibt es ja noch die anderen Möglichkeiten von verschiedenen anderen Navigationsgeräten, wie aus dem Autobereich, dieses klassische, wenn man sagt, ach, ich brauche das nur ein-, zweimal im Jahr, da reicht mir das aus dem Auto oder ich nehme mein Handy mal mit dazu. Aber auch das möchte ich natürlich vernünftig in der Tasche wissen, gerade wenn es anfängt zu regnen, weil Pkw-Navigationsgeräte sind zum Beispiel schon mal nicht wasserdicht, was diese Geräte jetzt von TomTom und Garmin zum Beispiel wären. Ich habe jetzt hier so ein Allround-Set. Wir haben ganz viele verschiedene Halterungen noch, aber ich bin ein großer Freund von dem hier. Ich habe eine Halterung für Spiegel dabei. Ich habe einen Kugelkopf für oben in die Verklemmung rein. Ich habe nochmal eine Lenkerklemmung mit dabei, auch wieder Ram-Mount-System, so wie hier. Und so eine Tasche, wie ihr hier seht, eine wasserdichte Tasche mit einer Kabeldurchführung kann ich mit rein. Das heißt, ich kann auch da noch laden in meiner Tasche drin. Ich habe noch einen kleinen Sonnenschutz dabei, falls das Licht so ein bisschen schlecht stehen sollte, die Sonne da drauf, dass ich trotzdem was erkennen kann. Das ist so ein Allround, rundum sorglos Paket. Es ist alles dabei, was ihr braucht, um euer Navi vernünftig in der Tasche wasserdicht hier vorne zu halten. Dann fehlt euch natürlich noch der Strom. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier eine, ich glaube auch mit einem 1,50 Meter, 1,80 Meter langen Kabel könnt ihr direkt auch entweder auf geschaltet plus oder auf die Batterie vernünftig verlegen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel zweimal USB. Ich kann in den gängigen Geräten alles mit USB laden. Kann ich entweder über die Lenkerklemmung direkt auf den Lenker setzen. Ich kann es aber auch abschrauben und bei mir in die Verkleidung reinsetzen. Normaler Zigarettenanzünder, normales Autonavi zum Beispiel, haben wir natürlich auch im Sortiment, auch wieder mit dem 1,80 Meter langen Kabel. Direkt die Buchsen schon dabei für auf die Batterie. Eine Schutzsicherung dazwischen gesetzt. Auch die lässt sich mit einem Halter entweder in den Lenker montieren oder in eine Verkleidung reinmontieren. Normale Zigarettenanzünder Größe. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug von dem, was wir wirklich im Sortiment haben. Wir haben natürlich auch fahrzeugspezifische Halterungen. Die findet ihr bei uns in der Bike.db. Das heißt, ihr schaut einfach mal rein, online oder im Store und schaut unter eurem Motorrad nach. Es gibt Halterungen für Lenkerenden, für Kugelköpfe, für die Sportler hier oben rein. Also es gibt unzählige Halterungen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Wie gesagt, wenn ihr ein motorradspezifisches Navi kauft,
sind die gängigen Halterungen schon dabei, uns an euer Motorrad zu montieren. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, entweder besucht ihr einen Polo-Store in eurer Nähe, meine Kollegen helfen euch natürlich gerne weiter, oder schreibt uns dazu, wenn ihr noch eine Frage habt oder Anregung, gerne mal zu einem anderen Thema, was euch interessiert, wo wir noch kein Video zugedreht haben. Und wir sehen uns im nächsten Video.